Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich liebe ja Übersichten, damit man auch weiß, wo man in dem ganzen Paket ist. Ich packe die jetzt unter die Playlist Gruppen, Ringe, Körper etc. Wo jetzt nochmal eben die ganze Reise, ihr habt oder solltet angefangen haben mit Mengen. Was ist eine Menge? Die Menge der natürlichen Zahlen, der ganzen Zahlen, der rationalen Zahlen, der reellen Zahlen, der komplexen Zahlen. Das ist ja das, was man am greifbarsten so sich vorstellen kann. Dann schicke ich diese Mengen in Verknüpfungen mit der Addition, der Subtraktion, Multiplikation oder Division. Dann habe ich kennengelernt die Schreibweise, okay, irgendeine Menge schicke ich in die Verknüpfung, ob jetzt mit Sternchen oder mit Kringel. Eine Menge mit irgendeiner Verknüpfung zusammengemixt und dann kann ich entsprechend untersuchen auf Abgeschlossenheit Magma. Wenn abgeschlossen und Assoziativgesetz gilt, Halbgruppe vorliegend. Wenn Abgeschlossenheit, Assoziativgesetz und neutrales Element vorhanden, Monoid, dann zu dem ganzen Paket auch noch inverse Elemente. Ja, dann haben wir eine Gruppe. Dann der nächste Schritt. Eigentlich kann ich dann hier wieder einen Strich ziehen, denn jetzt für einen Ring schicke ich nichts anderes als nicht nur das ganze Paket in eine Verknüpfung. Und ich mache jetzt mal, weil man es gewohnt ist, hier jetzt hin Mal und Plus. Ich hätte jetzt auch zwei Kringel machen können. Wichtig ist, beim Ring erstmalig dann nicht nur eine Verknüpfung, sondern zwei. Bei einem Körper genau das gleiche Spielchen, nur da gelten ja noch andere Sachen. Will ich jetzt hier nicht drauf hinaus, sonst wird es mir zu lang. Alles in einzelnen Videos geklärt unter der Playlist. Dann eigentlich wieder der Schritt, nachdem ihr euch das Ganze zurechtgebaut habt. Dann Modul und Vektorraum. Und das war ja nichts anderes als beim Modul, ich schicke einen Ring, diese Struktur, in die Schreibweise hoch n, also mehrdimensional. Und beim Vektorraum, das ist vielleicht am gängigsten und werdet ihr am häufigsten machen, ein Vektorraum über einem Körper, allgemein geschrieben r hoch n. Wir haben den Körper der reellen Zahlen und die einfach mit sich selber multipliziert, mehrdimensional. Also zum Beispiel klassischerweise R hoch 3 mit der Standardbasis, nehme ich ja immer gerne, ja, mache ich so, Standardbasis 100, 010 und 001. Und das Ganze dann in 3D deutlich gemacht. Hier ist die Standardbasis, mit der ich mir jeden anderen Vektor bauen kann. Also nur mal so nochmal die Abstufung bis zum Vektorraum.